Der Mark A. Rippet war auf den ersten Blick ein super interessanter Panzer von Brickmania. Warum er für mich aber trotzdem als enttäuschend gilt, erfahrt ihr in diesem Review des Mark A. Rippets von Brickmania. Viel Spaß! Die erste Frage, die man sich natürlich stellen kann, ist, warum holt man sich überhaupt diesen Panzer? Ich selbst bin ja eigentlich eher im Bereich des Zweiten Weltkriegs unterwegs, weil ich fand die Optik dieses Panzers einfach so interessant und außergewöhnlich, dass ich ihn unbedingt einmal ausprobieren wollte. Außerdem befand er sich preislich immer eher im unteren Segment, was eine Anschaffung natürlich noch etwas leichter macht. Aber kommen wir erstmal zu den Fakten dieses Kits. Der Mark A. Rippet World War I Medium Tank ist ein LEGO Custom Kit von der Firma Brickmania und beinhaltet 455 LEGO Teile. Designed wurde er von Cody O'Sell und er hat eine Schwierigkeit von 3 Sternen. Und hier findet sich auch schon der erste Kritikpunkt. Eigentlich bin ich es von Brickmania Kits gewöhnt, dass sie eine sehr gute Anleitung haben und recht einfach zu bauen sind. Bei dem Mark A. Rippet fand ich den Aufbau allerdings wirklich etwas nervig und zum Teil echt schwierig. Die Anleitung ist hier wirklich nicht so gut wie bei anderen Kits. Der Bau des Sherman oder des Chars war viel einfacher und hat auch deutlich mehr Spaß gemacht. Natürlich ist der Zusammenbau machbar, aber ich finde, der Rippet bietet eindeutig nicht genug Bauspaß. Auch von den beigelegten Stickern bin ich kein großer Fan und habe sie somit lieber abgelassen. Positiv kann ich hingegen die Verwendung von recht unüblichen Teilen hervorheben. Es wurden wirklich interessante Techniken angewandt und auch viele doch etwas seltenere Lego-Steine verbaut. Bevor wir zum Panzer selbst übergehen, aber noch ein paar Worte zu der Figur. Diese hat mich tatsächlich sehr positiv überrascht. Ich dachte eigentlich, die Figur wäre viel zu simpel, aber das ist sie überhaupt nicht. Das Besondere an dieser Figur ist ganz klar die Splatter Mask. Diese ist wirklich sehr schön gemacht, auch wenn ich sie aufgrund des gelben Kopfes nicht verwenden kann. Den Helm hätte ich mir lieber in Gunmetal gewünscht, aber was soll man machen? Der Torso und die Beine sind wirklich sehr schön und detailliert bedruckt worden. Kleine Details wie die Tatsache, dass der Tanker schwitzt, finde ich auch sehr cool, da es im Inneren des Rippets angeblich sehr schnell sehr warm wurde. Die Figur ist also gut, die Anleitung eher nicht so, kommen wir nun zu dem Panzer selbst. Dieser misst ungefähr 18 x 7,5 x 8 cm. Wirklich interessant an diesem Panzer fand ich die Farbgestaltung. Immer nur grau ist auch langweilig und Brickmania hat den Anstrich des Mark A. Rippets wirklich sehr gut umgesetzt. Vor allem an der Seite gefällt mir dies richtig gut. Die Ketten rollen eher schlecht als recht und der Auspuff gefällt zumindest mir nicht. Sehr schön finde ich hingegen, dass sie das 1x1 Teil bedruckt haben, damit es so aussieht wie ein Gitter. Eine sehr schöne Idee und die Illusion funktioniert auch wirklich gut. Die Motorhaube ist hingegen eine komplette Enttäuschung. Ich weiß nicht so ganz, was man sich dabei gedacht hat. Sie ist nämlich nicht fest befestigt, sondern nur eingelegt. Das hat zur Folge, dass sie super oft rausfällt oder umherwackelt. Das finde ich extrem nervig und ich verstehe den Grund dafür nicht so ganz. Der einzige Vorteil ist, dass man die Luke leicht abnehmen kann, weil die angedeuteten Motoren sind so unspektakulär, dass man dies eigentlich nie tut. Und halb offen kann man sie wiederum nicht hinstellen, dann fällt sie nämlich um. Also diese Luke ist einer der größten Nachteile des Kits. Noch etwas schlimmer finde ich die Luke auf der Hinterseite des Rippets. Ohne den halben Turm zu zerstören, bekommt man sie einfach nicht auf. Außerdem kostet diese Tür extrem viel Stabilität. Ich hätte sie lieber nur angedeutet und dafür wäre dann der Turm deutlich stabiler. Ansonsten finde ich den Turm aber sehr cool gemacht. Er sieht super interessant aus, hat eine funktionierende Luke und die 4 Hotchkiss MGs vom Brickarm sind auch sehr cool. In diese Luke kann man einen Soldaten allerdings nur seitlich reinstellen, was schon wieder eine Einschränkung ist. Insgesamt muss ich aber leider sagen, dass mich der Mark A. Rippet von Brickmania doch etwas enttäuscht hat. Ich bin von Brickmania einfach Besseres gewöhnt und für seinen Preis macht er zu viele Fehler. Er sieht zwar cool aus, aber für den Preis bekommt man wirklich bessere Panzer. Vielleicht waren meine Erwartungen an diesem Panzer aber auch einfach zu hoch. Optisch ist er definitiv nicht schlecht, aber eine wirklich gute Funktion bietet er eigentlich nicht. Schreibt mir gerne mal, was ihr von dem Panzer haltet, auch wenn ich behaupte, dass man ihn selbst besitzen muss, um eine Einschätzung geben zu können. Danke auf jeden Fall fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!